Kommen wir also nun zum Spiegelgesetz Nummer 3. Nummer 3 besagt, alles, was der andere an mir kritisiert und mir vorwirft, an mir ändern will und an mir bekämpft und mich dies nicht berührt, das ist sein eigenes Bild, das projiziert wird. Das ist sein eigener Charakter. Und seine eigenen Unzulänglichkeiten, die er auf mich projiziert. Und das ist spannend. Denn wenn du Spiegelgesetz Nummer 2 verstanden hast, wenn du einfach so sein kannst, wie du bist, und aus diesem inneren State heraus, einfach nur deine Persönlichkeit, dein eigenes Bild, das, was du bist, sein kannst, und mit dem Äußeren, was dich versucht zu triggern, nicht mehr in Resonanz gehst, weil du da einfach drüber bist, weil du das erlöst hast, dann bedeutet das, dass all das, was der andere immer noch versucht, auf dich zu projizieren, dass das immer sein eigenes Zeug ist. Na, das ist seine eigenen Unzulänglichkeiten, es ist sein eigener Charakter. Das heißt, wenn der andere sich zum Beispiel über dich aufregt, dass du eine hochentwickelte Persönlichkeit hast und sich an irgendwelchen kleinen Dingen aufregt, einfach an deiner Persönlichkeit aufregt, aus was für Gründen auch immer, dann bedeutet das, dass er sich eigentlich über sich selbst aufregt, dass er eben nicht so weit entwickelt ist. Und das ist höchst spannend dann zu beobachten, denn wenn du mal wirklich in diesem inneren State bist, dann wirst du vielleicht feststellen, dass andere Leute immer weitermachen. Immer mit diesem Mensch, ach du und überhaupt, also dieses Kritisieren und dieses ich bin nicht so gut wie du und jetzt mache ich dich erstmal fertig, dann bist du weniger wert und dann sind wir wenigstens gleich oder so in der Art. Das Loser-Programm Nummer 1. Aber wenn ihr das schafft, dass ihr da einfach mal still seid, nur in eurer Mitte bleiben und dann zuhört und nichts dazu sagen, dann werdet ihr feststellen, dass ihr viel, viel, viel mehr über die anderen Leute erfahren könnt. Das ist spannend. Denn die anderen, die reden, es gibt so viele Menschen, die reden unentwegt und reden und kritisieren und bekämpfen und machen andere Leute nieder und fertig und bababababababab, dieses Geschnatter, ja. Und wenn du da drüber stehst, wenn du sagst, es ist mir so egal, ich bin so wie ich bin, ich bleibe in meiner Mitte, ich bleib cool, fertig, und dann einfach nur die Ohren spitzt und zuhörst, was diese Leute sagen, dann kannst du viel mehr über diese Leute erfahren, als ihnen eigentlich lieb ist. Denn es heißt auch bei gutem Feedback, also gutes Feedback sagt viel mehr über den Feedbackgeber aus, als über den Feedbacknehmer. Ne? Also wenn ich dich jetzt kritisiere und du gehst damit nicht in Resonanz, dann hast du die Information, was mir wichtig ist. Also auf was ich gerne achte, was ich gerne ändern will, was ich gern anders haben will. Und das ist ja meins, was ich da in die Außenwelt hineinspiegle. Und wenn du da aufmerksam zuhörst, dann kannst du, wie gesagt, viel, viel, viel mehr von mir erfahren, als wenn du jetzt noch im Spielgesetz Nummer 2 hängen bleibst und damit in Resonanz gehst und dich dann anfängst zu rechtfertigen, ist aber nicht so und ba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 . Probier das ruhig mal aus. Also wenn du da drüber bist, Spiegelgesetz Nummer 3, dass du in deiner Mitte bleibst, in deiner Person bleibst, bei deiner Person bleibst, und der andere anfängt, dich zu kritisieren und eben dir irgendwelche Dinge vorwirft oder dich einfach verändern will, weil du eben nicht so bist wie er und du aber trotzdem so einfach so bist, wie du bist. Und dann achte einfach mal drauf, was das eigentlich für den anderen bedeutet. Also schick ihm gern mal dieses Video, vielleicht kann er dann sich selbst besser verstehen. Ja, das war Spiegelgesetz Nummer 3. Alles, was der andere mir vorwirft und mich nicht berührt und nicht betrifft,
ist alles sein eigenes Bild, was er versucht auf mich zu spiegeln.